Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Ja. Wo sind wir denn hier? Ah ja, Undock-Sequenz einleiten. Okay. Ich gehe von einer Weltraumsimulation in die nächste. Jetzt habe ich gerade noch KSP aufgenommen. Und jetzt geht es ja sozusagen wieder ins Weltall, allerdings halt horrormäßig. Ja. Die eigentlich jetzt andersrum machen müssen. Erst Alien und dann hier KSP aufnehmen. Weil KSP ist entspannt und das ist jetzt wieder aufregend. So, wer ist da? Ich weiß nicht, ob es Alien gerade da ist. So, die Sache ist jetzt, wo muss ich hin? Okay, das ist schon richtig. Weiß Alien ist jetzt eigentlich gar nicht so angsteinflößend. Warte mal. Was ist denn da hinten? Also, ich wollte nur sagen, das ist schon ängstlich, aber. Oh oh. Wo kommt denn jetzt der Sack her? Jetzt war ich nur ein bisschen überrascht hier. Dieser mistige, blöde. Ja, Roboter ist es ja nicht, Android halt. So, was ist denn das hier? Da ist ein Lautsprecher, wollte ich schon sagen. Bitte was? Das habe ich jetzt nicht richtig verstehen können. Freigegeben. Fehler. Vorgang nicht gestattet. Stabilitätswartung. Störung der Orbitalstabilisatoren bestätigt. Orbitalstabilisatorenreserven sind offline. Systeme erwarten Nachricht des Orbitalnotfallkoordinators. Das ist aber blöd. Es gibt keinen Notfallkoordinator mehr. Der ist entweder tot oder nicht mehr da oder keine Ahnung. So, Audiofehler. Zubehör gesperrt. Toll. Warum ist es gesperrt? Das kann doch nicht sein. Eine Fackel. Was bin ich mit so einer blöden Fackel hier? Moment mal, wir gucken mal kurz auf die Karte. Ah ja, hier und hier müssen wir was aktivieren. Ich wollte eigentlich nur da hinten reingucken, was da noch ist. Orbitalstabilizers. Warum können wir da jetzt nicht hingehen und die reparieren? Das wäre doch das nächstliegendste, oder? Dass wir die einfach mal reparieren. Aber nein. Weil Ripley ist ein Ingenieur. Ja, könnte das doch machen, oder? Warte mal, hier lag, glaube ich, immer eine Karte, ja. Oha. Das Ding kracht mir jetzt aber nicht auf den Kopf zusammen, oder? Low Power, okay, das verstehe ich auch. Strom wiederherstellen. Sensor ist voll. Da können wir in den Kriechgang rein. Das wollen wir aber nicht. Was haben wir da für ein Testbild? So. Personal, was? Umbilikalkontrolle. Was heißt das? Umbilikal. Ich bin da nicht so bewandert in solchen Fachbegriffen hier. Zum Verstecken, ja, okay. Wahrscheinlich auf dem schweren Schwierigkeitsgrad muss man sich ständig vor dem Alien verstecken. Aber hier habe ich es jetzt noch gar nicht gesehen, da habe ich vielleicht Glück. Oh, ach, das ist so ein Spiel. Hacken, Hacken und Hacken. Das ging ja noch einfach. So. Ja, was steht jetzt hier? Aha, das Programm läuft also an. Was, Fehler? Oder wie? Nö, doch nicht. Irgendwas tut sich gerade. Was hat sich jetzt getan? So, wartet mal. Hier ist das Schiff übrigens, ne? Da ist die Torrens hier. Genial. Einfach nur genial. Wie steht hier da? Rückwärts eingeparkt schon mal hier. Ah, das kannst du schon mal gut, die Verlaine. So. Das kann man nicht mitnehmen. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Ja, Ziel aktiviert. Laden Sie die Eindock-Sequenz ein. Das ist sehr schön für dich. Jetzt muss ich aber auf die andere Seite, ne? Jetzt geht es bestimmt, oder? Ne, immer noch Low Power. Was ist das hier für ein Kabelgewirr? Ja, das geht hier in den Schacht runter. Warte mal, vielleicht müssen wir in den Schacht reinkriechen. So, plopp. Ah, Gott sei Dank ist hier Licht. Aber wer hat den hier so gerichtet?
Da hängt der Darm raus. Ugh. Das ist ja scheußlich. Okay, warte mal. Ah, die Kabel. Ich glaube, das sind die Stromkabel. Das wird jetzt wieder anschließen, oder was? So, hier ist das Bindemittel. Hier geht es eine Stufe nach unten. Oh, und hier haut man den Kopf an, wenn man nicht aufpasst. Hier können wir mal schrauben. Ne, können wir nicht. Systeme neu starten. Wer bringt mit den Hebel so bescheuert da unten an? Rechts und links und ziehen. So. Was macht der Ö? Das macht ja komisch. So. Ich glaube, jetzt haben wir Besuch. Jetzt ist Alien wieder wach geworden. So. Also ich weiß es nicht. Schacht öffnen. Okay, entfernt sich. Da können wir ja rausklettern, oder? Ja. So, wo sind wir? Hier sind wir. Sicherheitszugang. Hacken. Welches Spiel haben wir? Ach, das Ding hier mit dem Ring links, rechts da. Und da noch. So. Das ist einfach, das Spiel eigentlich. So. Okay. Woher weißt du das so genau, dass es so geht? So, das Ding da rumpelt jetzt rum und macht und tut. Das hätte auch ein bisschen leiser vonstatten gehen können. Also, wenn es Alien jetzt auftaucht, ey, dann ist die Computerstimme schuld. Auf jeden Fall, ich höre jemand. Wo war denn hier jetzt der komische Rechner? Nö, das ist falsch. Ich bin einmal dran vorbeigelaufen. Der Rechner war hier rum. So. Aber was ist denn hier? Kommt das Alien jetzt raus oder nicht? Nee, das kraucht hier noch durch die Gegend. Das weiß wohl nicht, wo es rauskommen soll. Bip, 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 bip. Fehler. Ja, das haben wir immer gern. Ah, jetzt gibt es hier außer einem fehlerhaften Dateisystem noch Andockklemmen interessieren. 11, 12, 31, 37. Anklockklemmen, Andockklemmen Hydraulik bereit. Das ist das heutige Datum, echt? Leitsysteme bereit und ausgerichtet. 004, 18, 32, 47 Sekunden. 3, 4, 2, 18, 27, 24, okay. Hä? Was ist das für eine komische Zeit? Andockklemm bereit zur Initialisierung. Also gut, dann machen wir mal initialisieren. Verlaine, die Andockklemm sind aktiviert. Okay, hallo. Geh ich jetzt zum oberen Kontroller. Hallo. So, ja. Kann man das hier irgendwie sehen, wie die ausfahren? Ah, da sieht man's. Genial. Geil. So, da greift sich jetzt das Schiff hier. So, angekoppelt. Aber das hätten wir doch auch anders machen können, oder? Irgendwie anders andocken oder irgendwie noch so ein Shuttle oder was nehmen wir, den Raumanzug einfach raus und dann rüber. Aber das wäre zu einfach, also das wäre ja zu primitiv. Man muss es ja kompliziert machen. Ach, den habe ich schon durchsucht. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Hier lang. Na, das Alien will wohl nicht hier rauskommen. Hier hat es zwar Schächte, aber ja. Das soll mir auch recht sein. Wenn das Viech nicht rauskommt. Ich habe jedenfalls noch Flammenwerfer genug dabei. So, wir speichern nochmal. Bium. Oh, jetzt ist da rechts und links hier auf meinen Ohren hier. Wiwu, wiwu, wiwu. Das ist ja ganz schlimm. Wo muss ich jetzt lang? Boah, das ist ja nicht auszuhalten. Sind wir da richtig? Müssen wir jetzt raus? Tür verschlossen. Hä? Hier lang?
Hä? Ach, hier muss ich rein. Ah. Okay, Treppenhaus. Da unten kommen wir nicht weiter, ne? Ich hätte gedacht, wir sind eingeschlossen worden. Oha, da ist ein großer Barbecue-Grill. Das muss schön heiß sein, wenn man hier läuft. Da ist man ja wie ein Backofen, wenn man von unten beheizt wird. Und hier brennt es auch. Wie kann hier das hier brennen? Das ist Metall. Taschenlampenbatterien. Boah, ist das brutal hier. Heieieiei. Firefighters. So. Zack. Das Personal muss unser System wohl aufgrund der Schädigung entfernen. Bitte wenden Sie sich an einen Siegsen-Ingenieur zur Unterstützung. Bitte was? Wurde entfernt? Seid ihr wahnsinnig? Suche. Ach, der hat nichts Interessantes das dabei. Das Personalbrückensystem wurde aufgrund der Schädigung entfernt. Bitte wenden Sie sich an einen Siegsen-Ingenieur zur Unterstützung. Toll. Siegsen-Ingenieur, ich hab hier keinen, da sind keine mehr da. Was heißt zur Unterstützung, was will der machen? Packt das aus der Hosentasche raus und dann, da haben wir's ja. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Ja. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Aha. Okay, jetzt darf man mit einem Raumanzug raus. Toll. Also die Wartungsbrücke will sie jetzt ausfahren. Okay, und warum hat man eigentlich die Personalbrücke entfernt? Wegen der Stilllegung, das verstehe ich nicht. Das ist doch totaler Schmarrn eigentlich, warum? Hat man die schon verkaufen müssen oder was? War kein Geld mehr da oder wie? Also ich kann es nicht begreifen. So, Revolver. Nein. Ich will das Ding nicht haben. Ich will das hier haben. So. Erstmal gucken, ist hier noch irgendwas? Nee. Jetzt können ja noch eine Karte hier rumfahren. Warte mal. Hier sehen wir das Schiff nochmal, genau. Da oben ist auch noch eine Klammer. Ist das. Das ist die Brücke. Ah. Das ist die Wartungsbrücke, glaube ich. So. Ich hoffe, das klappt. Ja, das war dein Vorschlag. Fehler. Freigegeben. Fehler. Sevastopol-Initialisierung. Ich kann nun bestätigen, dass alle Systeme von Sevastopol funktionsbereit sind. Unser Orbit um KG348 ist nicht mehr degenerativ. Vielen Dank an das Schlepperteam. Wir sind geschäftsbereit. Viel Glück. Aha. Das war also die Schlepperplattform, wo die das dann in Orbit gezogen haben. Alles klar. Fehler. Lesefehler. E-Bios. Zubehör. Fehler. Personalbrücke entfernt. 11.12. 21.73. Antwort. Arbeitslog der Stilllegung. Nummer 3487. 4.10. 21.37. Aha. Halt. Wartungsbrücke ausfahren. 11.12. 21.37. Wartungslog erstellt. Nummer 88786. 11.12. 21.37 auswählen. Geschafft. Alarm, Alarm. So, das will ich jetzt sehen. Ja, da kommt das Ding her, seht ihr? So, das koppelt sich jetzt hier auch noch an. So. Sehr schön. Ja, wie lang ist denn das Teil? Klonk. Ja, das ist wohl genormt, dass das hier immer passt, oder wie? Aber was ist der Unterschied zwischen dieser Wartungsbrücke und der anderen? War die andere Brücke etwa ohne Rahmenzug erreichbar? Das könnte natürlich sein. Warte mal, ist hier noch was? Nee, nur ein Speicherpunkt. Ja, wenn er schon da ist, können wir auch nochmal speichern. Erst einmal zu viel gespeichert, wie einmal zu wenig. So, ja. Ah!
Ach du Kacke. Hau ab. Okay. Ich lebe noch. Ahaha. Oder war das Absicht, dass es so passiert? Mann, Mann, Mann. Da geht plötzlich die Düse, ey. Das mich echt erschreckt. Das Viech. So, da ist nichts da drin, was wir brauchen können, die. Ja, die ganze Zeit ist es rumgestampft und jetzt ist er aus seinem Löffel gekommen, oder wie? Nein! Nicht schon wieder. Ich bin nicht da. Aus dem brennt sie überall. Ah, jetzt habe ich das Viech wieder am Leib hier. Ob verschwinde. Okay. Hier steht noch eins. Nein, zwei. Weg hier. Hau ab, verschwinde. So. Das ist unfair. Ihr seid zwei, ich nur allein. Uah. Aua. Sind sie jetzt alle weg? Alter Schwede, zwei auf einmal, das ist ja übel. Nein. Patsch. Ja, was denn? Hier. Genau, geht. Ach Mann. Nein. Oh Mann. Ach, das ist doch blöd, ey. Das hat sich jetzt gar nicht beeindrucken lassen. Shit. Zum Glück habe ich gespeichert. Ja, toll, das ist Absicht hier. Wo ist es hin? Also, das ist, glaube ich, wirklich so geskriptet, dass es hier auftaucht. Weg. Aha. Was läuft jetzt hier rein? Geh rein, verbrenn dir deine Finger. Es ist mir scheißegal. Da war da was drin? Ethanol. Och, Mann, Mann, Mann. Ich bin nicht da. Suchen Sie an einem anderen Ort. Zu einer anderen Stelle, zu einer anderen Zeit. Toll. Jetzt bleibt es hier stehen. Ja. Nein. Na, geh jetzt deinen blöden Schacht rein. Nein. Oh oh. Ich glaube, es kommt. Ja, das ist gut so. Mist. Ich sehe es. Doch, ich sehe es. Oh oh, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Aber ich will sehen, wo es ist. Geh in deinen Schacht. Hier. Nimm das. Nochmal. Gehst du jetzt weg? Ja. Dankeschön. Ah! Ach du Nein. 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 Ach komm, das hat mich doch erst nur umgerissen. Oh. Da, ich wusste gar nicht mehr, dass das auch so eine arschige Stelle ist. Oh Mann. Nee, falsch. In die Richtung muss ich. Da kommt jetzt Aim wieder, ne? Ja. Guten Tag.
Also das ist wirklich geskriptet hier, dass es hier auftaucht. Aber drei Aliens dann hier auf einmal. Das ist übel. Gut, okay, das haut ihr ab. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen hier einen Cut. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich seid ihr dann wieder dabei beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Alien Isolation. Tschüss, sagt euer Lady Golas.